bin Nicola Lange und auf dem Weg zum Hamburger CSD. Wir haben den 1.8.2015. Die Forderung ist ja immer noch eine Gleichstellung der Homosexuellen zur heterosexuellen Lebensgemeinschaft. Ich bin mitten im Getümmel, auch die Anwohner haben ihre Meinung. Ich zeige das mal da drüben. Da steht Ehe für alle, mehrmals die bunte Fahne rausgehängt, Menschen soweit das Auge blickt. Und hier kommt Hamburgs berühmteste und größte. Ich bewundere es jedes Jahr, wie sie wirklich den ganzen Marsch auf diesen Schuhen läuft. Ganz toll. Ja, das ist Olivia Jones, wie wir sie kennen und wie sie in Hamburg überall fast war. Was macht ihr denn da? Bitte? Wofür demonstrierst du heute? Liebe kennt keine Grenzen, eine für alle. Und du denkst, es ist noch nicht umgesetzt? Das ist noch lange nicht umgesetzt. Solange wie wir noch 54 Länder haben, wo Schwule und Lesben verfolgt werden, bestraft werden, haben wir keine. Da bin ich natürlich mit dir absolut einer Meinung. Das ist vollkommen klar. Wie ist das jetzt auf die Bundesrepublik bezogen? Wir haben ja eine gewisse Akzeptanz, aber auch nicht überall. Es gibt ja noch genügend, wo die Nase gerupft wird, wo man im Prinzip die Paraden eher als Karneval ansieht, aber nicht die Ernsthaftigkeit der Probleme dahinter. Du weißt, wer hier teilweise auch so vorkommt, ist, dass es sich da verstärkt in diese Richtung geht. Ist das richtig oder will ich das haben? Es gibt Stadtteile, da wäre es als kaum möglich, eine Parade durchzuführen. Einfach weil die Einwohner dagegen wären, aus welchen Gründen auch immer. Füllerei, was weiß ich. Stimmt, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Ja, das ist richtig. Das haben wir natürlich hier in diesem Bereich in Hamburg, ist natürlich sehr pro und kontra, also kontrovers. Mhm. Der hohe ausländische Anteil ist natürlich ganz klar gegen Schwulsein, gegen das Gestalten der Dame zum Volk, gegen demonstriert. Mhm. Meinst du, ist das die SPK die Gegendemonstration? Hast du was gehört? Nein, ich glaube nicht. Dafür sind zu viele Menschen unterwegs. Also diese kleine Randgruppe würde untergehen. Ja. Danke. So, es ist absolute Hochstimmung, wie das meine Freundin. Ich freue mich, dass sie heute auch mit dabei ist. Vor einem Jahr kannten wir uns nämlich noch gar nicht. Da überall, wohin das auch geht, Leute, die voll angezogen sind, da zum Beispiel. Es ist einfach ein toller Tag und schön hier zu sein. Ja. Als eine Bank da still, sie sitzt auf dem Kauf. Hör dir nochmal an, was sie möchte. Wieso? Wie ist sie für mich denn? Ja, ich filme. Ich bin sein Zuhälter. Ach so. Ich bin sein Zuhälter. Ja, genau. Also, ihr sollt sie als eine Bank machen. Hinter uns, die Irina und ich. Hier ist Irina. Ja, und dann hast du eben Kaugummi. Jedenfalls haben wir die Parade hinter uns, haben in der Zwischenzeit was gegessen, geduscht und jetzt gehen wir noch ein bisschen tanzen. Genau. Ja. Also, wir gehen jetzt tanzen. Und jetzt sind wir, Irina und ich, vor dem Thalia Theater, Nachtasyl. Und gehen noch mal rein und wollen ein bisschen zu den 80er-Jahres-Liedern, die wir ja noch kennen, und zur Musik bewegen. Zumindest in meinem Fall kann man sich bei Tanzen sagen, Irina kann tanzen, ich ja nicht. Ja, klar. Und es war bisher ein wunderbarer CSD. So, jetzt